Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Anduril. Und heute befinden wir uns wieder mal beim Rätsel. Ich habe den Speicherstand kurz geladen, weil ich dachte, wir hätten einen Bug. Ich habe mich da ein bisschen umgesehen. Ich habe keine Antwort auf dieses Rätsel bekommen. Daraufhin habe ich tatsächlich Google eingeschaltet. Ich wollte es vermeiden. Ich wollte es vermeiden, Google einzuschalten, weil ich eigentlich Spaß habe an Rätsel. Allerdings muss man dazu sagen, es ist kein Rätsel. Es ist einfach... Fliegt da eine Ratte in der Luft? Ja, wo ist ja ein gewaltiges Glühwürmchen? Wo ist das Ding? Guckt es euch an. Achso. So, wir haben hier die Truhe. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr eure Hand der Schatulle nähert. Und, ja. Das ist alles, was wir hatten als Info. Was man wissen muss... ist, dass man eine Fähigkeit hat, die heißt Pyrea herbeiteleportieren. Woher sollte ich das bitte wissen? Egal, wir machen es einfach mal und freuen uns unseres Lebens. Okay, Ausgang ist schon mal zu. Ich komme hier nie wieder raus, aber ich kann das Wort öffnen. Und ich dachte, ich habe irgendwas herbeigerufen. Das Wort der Toten. Ihr spürt ein Kribbeln, doch wir öffnen trotzdem die Schatulle. Mal gucken, was passiert. Ich hatte übrigens gerade schon eine kleine Aufnahme gestartet und da war der Ton wieder weg, wie bei Assassin's Creed. Oh, wir schleichen. Vielleicht werden wir noch rein. So, wir haben hier der Pyrea. Ich bin in seiner Erinnerung. Ich bin in der Erinnerung des Pyreas. Hier gibt es anscheinend verschiedene Wege, die man gehen kann. Was ist das hier? So steht da Wald unter Wasser wegen des Regens? Das war's? Okay, hier ist offensichtlich nichts mehr. Wir gehen auf jeden Fall zurück. Wir haben ja da hinten eine Hütte. Ich vermute mal, es ist unser Questziel, dahin zu gehen, weil die Vermutung liegt auf jeden Fall sehr nah. Deswegen tun wir das einfach mal. Wir spielen das Spielchen mit, was die von uns wollen. Und gehen mal hier hin. So, klopfen. Klopf, klopf. Klopf, klopf, klopf. Keiner da. Ja, gut. Ja, wir gehen wieder. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Wer? Oh, beim höchsten Wesen, du? Ich dachte, du wärst tot. Ja, Karl. Er hat uns verraten. Sie sind alle tot. Was? Ja. Aber das ist jetzt egal. Wir müssen fliehen. Seine Armeen, sie sind wie besessen. Du hättest es sehen müssen. Sie töten einfach alles und jeden, wie wilde Tiere. Was ist mit Liliana? Geht es ihr gut? Ja, sie schläft, aber wohin sollen wir denn gehen? Wir... Jetzt komm erst mal rein. Unser Bruder, er ist auch da. Er kam gestern Nacht. Kuma, ich dachte, er wäre im Norden. Ja, aber als er von der Belagerung erfahren hat, ist er zurückgeritten. Er will bei der Verteidigung helfen. Er wird wütend sein, wenn er erfährt, dass du geflohen bist. Zu bleiben wäre Selbstmord gewesen. Er wird es verstehen. Na, hoffen wir es doch mal. Hallo, Bruder. Wie geht es Ihnen? Kuma, unser... Warum bist du hier? Der Schatzmeister hat uns verraten. Und Jakals Truppen massakrieren die ganze Stadt. Du hättest es sehen müssen. Wir... Das weiß ich. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Warum bist du hier? Warum sollte ich nicht hier sein? Diese Hohen haben gesiegt, verdammt! Sie haben gesiegt. Und diese verfluchte Läuterung, was auch immer das sein mag, wird passieren. Und weißt du was? Es ist mir egal. Wenn es nur die kleinste Chance gibt, das Ganze hier zu überleben, dann werde ich sie nutzen. Anders als du habe ich nämlich jemanden, um den ich mich sorgen muss. Oh,
Hoffen wir, dass sie nicht nach ihrem Vater kommt. Deine Feigheit widert mich an, Bruder. Du hast nie verstanden, was es bedeutet, ein Ishian zu sein. Natürlich weiß ich, was ein Ishian ist. Ein Arschloch! Du bist ein Arschloch. So, gegeben. Ich wusste, dass er so reagieren würde. Er ist solch ein Starrkopf. Für ihn gibt es nichts außer seine verdammte Ehre. Dann soll er mit der Ehre sterben. Zumindest seit er Jalek verloren hat. Er wird nicht zulassen, dass wir fliehen. Zumindest du nicht. Er wird darauf bestehen, dass du deinen Eid hältst und kämpfst. Bis zum Tod. Ich werde mit ihm reden. Wir schaffen das, Schwester. Irgendwie. Ja, natürlich. Es gibt noch etwas Eintopf. Ich werde dir eine Schüssel vorbereiten. Geh du und sie nach der Kleinen, in Ordnung? Sie schläft, aber heute war sie Krampfursorge. Ich glaube, sie versteht langsam, was hier passiert. Also mich würde dieser Ziegenkopf ziemlich krank machen. Er sieht richtig gruselig aus, das arme Kind, Alter. Oh. Okay, was haben wir hier? Beinkeule, geklaut. Ja, der Rest kann ich behalten. Was haben wir noch zum Klauen? Oh, feine. Bogen. Ach, verdammt. Genau das kann ich nicht aufsammeln, weißt du? Was? Eure Hand gleitet durch den Gegenstand hindurch. Aber ich habe das Fleisch hier geklaut. Was geht mit dir ab? Dude? Geklaut. Erstmal speichern. So. Mystischer Bogen. Du willst deine Ehre? Cheater haben keine Ehre. Penner. So, wo ist das kleine Mädchen? Hat sie nicht gesagt, wie sie ist oben? Es gibt hier keine oben. Aha! Ach, da bist du ja. Leeres Pergament. Benötigt einen Schlüssel. Oh Gott, wir schlafen alle im selben Raum. Oh je. Tja, Freunde, so fängt Pokémon an. Ich sterbe. Dann ist sie nämlich mit dem Kind alleine. Und das Kind geht dann auf große Pokémon-Jagd. Ich kann nicht mal mit ihr interagieren. Cool. Oh, ich interagiere mit dem Bett. Ich streiche jetzt die Stirn des Bettes. Was? Ihr spürt ein starkes Verbundenheitsgefühl, als ihr die Stirn des Mädchens berührt. Sie schläft, aber ihr Atem wirkt unruhig. Okay. Kein Wunder, dass sie so unruhig atmet. Sie ist nämlich des Todes. Oh. Eine Familie von Cheatern. Ich sag's euch. So, ich hab nach ihr geguckt und du? Ja, gut. Hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Der Regen hat plötzlich keinen Sound mehr. Ist nu? Genau, ich gehe einfach mal irgendwo lang. Die Erinnerung des Pyreas nach der Glyphenschriftrolle durchsuchen. Oh, der Sound ist wieder da. Das Einzige, was wir haben, ist das Haus. Mehr haben wir nicht. Alles andere steht entweder unter Wasser oder existiert nicht. Da ist auch nichts. Das ist einfach nichts. Es muss im Haus sein. So kann ich mich hier aufladen. Hier ist nur das geklaute Zeug von mir. Das kann ich alles mitnehmen, aber den Käse nicht, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, ein Schlüssel. Schriftrolle des Glyphen. Das ist es. Ich muss mir die Glyphen einprägen. Ja, klar. Geh und hol Parek. Wir brechen auf. Du kommst gerade recht.
Ich habe nachgedacht und beschlossen, dass ich meinen Bruder nicht als Deserteur sterben lasse. Wir reiten beim ersten Licht zur Stadt der 1000 Fluten und helfen bei der Verteidigung. Ich habe dir gesagt, dass das nicht passieren wird. Schwester und ich fliehen mit der Kleinen in den Norden. Und du kannst mitkommen oder gehen. Aber aufhalten wirst du uns nicht. Punkt. Punkt. Dank dem höchsten Wesen, dass wir Familie sind, Parek. Du... Tötet sie! Tötet sie alle! Ja, tschüss. Oh, beim Namen der Sonne! Tu was, Parek! Halt sie von ihr fern! Tja, das sind wohl die Moderatoren. Die haben den Cheater getötet. Easy. Ich meine, die vermuten anscheinend nicht, dass Pfeile aus einem Haus kommen könnten. Das war schon mal sehr effektiv. Einer nach dem anderen, bitte. Noch einer, der Stress will. Zwei Stück sind noch da. Okay, ich muss die Mods ausschalten, damit ich schießen kann. Last one. Please. Kann ich euch beklauen? Das ist ein Albtraum, ey. Ich kann nichts und niemanden beklauen. Wo ist denn der Letzte? Ich bin der Letzte. Töte mich! Ein Tier kommt jemals runter? Ich glaube nicht. Der Letzte ist anscheinend ein Feigling. Ich hab den ja nicht mal auf meiner Map. Hallo Letzter. Wo steckst du? Hm? Hallo? Ein Feind übrig. Das nennst du Feind? Ich nenne das ein Feigling. Oh. Hab dich. Oh, verdammt, verdammt, verdammt! Da kommen noch mehr! Wieso hat er in seiner Erinnerung seinen Bruder nicht geplündert? 8 Feinde übrig. Lässt mich nur kurz meinen Bogen beschwören. Kannst du mal die Tür offen lassen? Beschwören. So, einer nach dem anderen, bitte. Immer schön aufreihen. Jeder kommt mal dran. Hier, du kriegst auch noch ein Pfeil. Oh, ich hab nicht getroffen. So. Jetzt geht das Spiel wieder los, ne? Eckstein, Eckstein, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Ja, 1, 2, 3, 4 Eckstein, ne? Boah. Da hat er mich fast getroffen, ey. Ich wär fast krepiert. Das war noch nicht alle. Noch nicht. 12 Feinde übrig. Ach, da ploppt er einfach auf, der kleine Cheater. Das ist kein Traum, das ist echt ein Albtraum. Ein Cheater-Albtraum. Ein Albtraum jedes Gamers. Alle sind am Cheaten. Soll das so sein, dass sie sofort umkippen, wenn man sie anguckt? Ja, und vielleicht bin ich ja doch ein Superheld. Vielleicht hätte ich doch in der Schlacht bleiben müssen. Er ist sie alle kaputt gemacht. Oh, das ist ein Magier. Tschüss, Magier. Hast du was gesagt? Ich glaube, du bist krank. Einfach rumzukippen. Oh, das ist so. Warum? Hä? Okay, oder nicht? Keine Ahnung, ich habe irgendwie alle auf einmal besiegt. Wer bist du denn? Hey! Glaubt ihr wirklich, ihr könnt uns aufhalten? Für jeden von uns, den ihr tötet, kommen 1 Dutzend weitere! Ich will das nicht. Niemand will das. Bitte, lasst mich ziehen. Ich habe eine Tochter und... Offensichtlich ist es ihm scheißegal. Autosaving entfernt. Das ist schlecht.
Okay. Wir haben uns die Glyphe auf jeden Fall gemerkt. Wir dürften jetzt zurück sein. Ich höre noch den Regen. Und irgendeine Musik. Und? Gut geschlafen? Hä? Jasper? Was hast du mit Jasper gemacht? Was? Wie bin ich hierher gekommen? Wie wohl? Ich habe euch hierher gebracht. Nachdem ihr euch in mein Allerheiligstes geschlichen und euren kleinen Ausflug in die Welt der Toten getätigt habt. Nun schaut nicht so. Es war von Anfang an meine Absicht, dass ihr zu euren Erkenntnissen gelangt. Ihr wusstet davon? Ich verstehe nicht. Und wo ist Jasper? Nein, das tut ihr nicht. Weil ihr euch nicht traut, zu hinterfragen. Es ist schon seltsam, oder? Urplötzlich werdet ihr vom Gossenkind zur Hoffnung der Menschheit und könnt von einem Moment auf den anderen das, wofür andere Jahrzehnte der Übung benötigen. Und noch besser, ihr seid einer der Boten, der das Echo der Zukunft hören kann. Aber trotzdem, ihr habt euch nie nach dem Warum gefragt. Ja doch, fast jede Folge. Warum zum Teufel schieden die? Warum zum Teufel habe ich Jasper kennengelernt? Warum zum Teufel wurde ich am Anfang angegriffen? Ganz viele Warums. Ihr scheint die Antwort ja zu kennen. Stimmt, das tue ich. Aber wenn es eines gibt, was mich die Zeit gelehrt hat, dann, dass man manche Dinge selber begreifen muss. Man kann Menschen nicht zu Erkenntnissen zwingen. Das hat noch nie funktioniert. Woher wisst ihr von all dem? Wer seid ihr wirklich? Wer ich bin? Früher hätte ich euch darauf eine eindrucksvolle Antwort geben können, aber derzeit kann ich nicht sagen, was euch helfen würde. Sagen wir einfach, ich bin ein fleischloser Beobachter. In dieser Zeit kennt ihr mich vermutlich als den alten Mann. Oha! Itziu, alter Mann. Es hieß, der alte Mann sei so alt wie die schwarzen Wächter. Ganz so alt wirkt ihr nicht. Stimmt, das muss euch irritieren. Aber Zeitlosigkeit ist keine große Errungenschaft. Das werdet ihr selbst auch noch merken. Und was beobachtet ihr? Den Zyklus? Unter anderem, ja. Ein bisschen weniger Orakelei und ich könnte euch vielleicht folgen. Glaubt mir, alles, was ich sage, ist wohl durchdacht. Aber leider hat es keinen Sinn, das Gespräch an dieser Stelle fortzuführen. Ihr habt das, wofür ihr gekommen seid, und der Rest liegt bei euch. Auch wenn ich bezweifle, dass ihr einen Unterschied machen könnt. Was soll das heißen, dass wir den Zyklus nicht aufhalten können? Doch, vielleicht könnt ihr das. Vielleicht, aber auch nicht, wie die meisten bislang. Aber das wird sich zeigen. Nun verzeiht. Tschüss. Wir sind noch mitten im Gespräch, Dude. Schon wieder so ein Cheater. Hallo? Spiel? Jasper? Oh, cool, hi. Oh, Geld. Was hat er mit ihm gemacht? Oder war das nur ein Traum? Ich bin vor der Tür gelandet. Da liegt Jasper. Einfach rausgeworfen, den Bengel. Und dann lehnt er sich chillig an die Wand. Nee, doch nicht. Hi. Du, aber was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Steht das da nicht doch?
Das ist kompliziert zu erklären, Jasper von dem Gespräch mit dem alten Mann erzählt. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Jetzt schwören können, steht noch da. Wieso? Ich dachte, ich bin hinter der Mauer. Aha. Das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei Warte mal. Siehst du das? Was? Eine Schatulle. Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Puh. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Ja, klar. Wohlan denn. Dann mal los. Wusch, 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 wusch. Wusch, 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 wusch. Wollte schon sagen, lässt du mich zurück? Ich bin noch da. Was stimmt heute nicht? Ich glaube, das, liebe Freunde, ist der Ladescreen. Ein sehr hübscher, muss man dazu sagen. So gräulich, so wunderschön. Na, komm. Mach hinne. Ha! Bildet euch in der Kunst der Hast nicht gesehen. Da wären wir. Erzähl du, Arantheal, was passiert ist und bring ihm die Schatulle. Da bist du ja. Ich hole mir nun erstmal meinen Lohn. Und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Diese Puppen wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. An irgendetwas erinnern sie mich, aber ich weiß nicht was. Ich hatte die Puppe auch schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo habe ich diese Puppen schon mal gesehen. Freunde, wo habe ich die Puppen gesehen? Ich habe von ihr gehört, ja. Gut. Ich würde glatt behaupten, wir werden morgen mit dem Großmeister sprechen und irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Ich war irgendwo in einem Tempel oder so und habe da schon mal diese eine Puppe gesehen. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.